Und jetzt? Müssten wir, glaube ich, zu diesem Kajak gehen und das Kajak fahren. Ja. Scheinbar schon. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht gemacht mit diesen Kugeln. Dass man dann weiß, wo man hin muss. Ja, ich glaube, du musst gleich leider dem Erdboden platt gemacht werden. Die Wachen heimlich ausschalten. Ich glaube, das geht gerade nicht. Wir annähern uns am besten von hinten. Scheiße. Raus aus dem Kriegsgebiet. Nein. Sie sehen mich. Ja. Ah, natürlich. Wie dumm kann man eigentlich nur sein? Ich glaube, ich sollte lieber schwimmen gehen. Oder erstmal mit dem Kanu dahin fahren und dann den Rest schwimmen gehen. Oder direkt von der anderen Seite ankommen. Also. Jetzt drehe ich mich und sieh mich nicht, sieh mich nicht, sieh mich nicht. Perfekt. Ja. Komm. Oh. Ey. Ah, die haben mich wohl gesehen. Okay, aber die Annäherungstaktik ist schon mal gut. Vielleicht wäre es mit ein paar Pfeilchen auch getan. Ich habe ja noch meinen einen Berserker-Pfeil. Das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit. Komm. Siehst mich nicht, der andere sieht mich jetzt, aber er wird gleich wieder von mir ablassen, denn ich bin ja so liebenswürdig, ja. Und so, nein, ich hätte gerne ein Waffenrad. Oh. Kann ich den abschießen? Nein, schade. Na gut. Komm schon. Okay, den kann ich leider nicht beschießen. So. Jetzt. Das war zu viel. Wieso sehen die mich? Bleibt an ihr dran. Wieso nur? Ich soll die unbemerkt ausschalten. Ja, wie kann ich das denn anders machen? Hä? Ist noch nicht mal ein Kanu da. Ah.
Also ich muss von der anderen Seite rankommen. Sonst sehen die mich nämlich. Was passiert denn, wenn nicht die? Okay, das funktioniert auch nicht. Denn ich dachte, wenn ich nicht im Sperrgebiet bin. Wohin? Scheiße. Okay, aber ich habe ja noch ein paar Versuche. Mal gucken. Jetzt ist auch mein Kanu wieder da. Wachen heimlich und unbemerkt ausschalten. Ja. Aber wieso sehen die mich dann? Vielleicht. Scheiße. So werde ich gesehen. Wir verlieren. Da sehen die mich. Scheiße. Kann ich in die Takelage klettern, ohne dass die mich sehen? Das wäre ja richtig cool. Kann ich den abschießen? Nein. Schade. Jetzt. Hoch, 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 hoch. Schneller. Ja. Nein, 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 nein. Bleib bitte auf dem Teil drauf. Genau. Oh. Was für ein Meister ich doch bin. Jetzt töte den einen. Ich erledige die anderen. Der wird gleich auch sterben. Komm, stirb. Wieso? Boah, nein. Ich direkt abschießen sollen. So. Schwimm. Ja. Schön. Weiter, 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 weiter. Perfekt. Komm hoch.
zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Weiter, lau. Komm. Schön, nach oben. Hier drauf klettern. Oh. Hopp. Hoch, 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 hoch. Ja. Schön. So, mein Berserker-Giftpfeil. Auf den da. Ich nehme jetzt am besten direkt meinen Giftpfeil. So, und jetzt stirbst du auch noch. Schön. Komm, das hält dir aus. Okay, vielleicht nicht ganz, aber... Ich habe ja keine Begrenzung, irgendwie Leben verlieren oder so. Hat jemand von euch noch Giftpfeile? Scheinbar nicht. Aber ich fürchte, Pulverfässer haben jede Menge. Und eine Kanone daneben, das tut ja... Gut. Ihr! Erkennt ihr mich jetzt, Kapitän? Nein! Furie! Harpyie! Medusa! Männer! Übermächtig sie. Sie sofort! Okay. Also mir macht das Spiel immer mehr Spaß. Ich weiß nicht warum. Hey, was machst du mit mir? Aua. Bitte, bitte, zeigt Gnade. Ich mache keinen Ärger mehr. Ich höre auch auf zu trinken. Ich werde der Fleischeslust entsagen. Ich gehe ins Kloster. Bitte überlasst mich nun meinem freudlosen Mönchsleben. Ihr scheint mich wohl für euren Richter und Henker zu halten, Bruder Dominguez. Rettet euch selbst, wenn ihr nicht zu betrunken seid. Natürlich. Ja, ich würde sagen, das haben wir geschafft. Und damit muss ich mich auch leider wieder verabschieden. Denn die 29 Minuten, die ich jetzt aufnehme, wollte ich mir eigentlich als Ziel setzen. Und ja, jetzt sind sie fast um. Also die 30 Minuten meine ich natürlich. Und damit würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.